Leipzig steht morgen ein Verkehrschaos bevor. Wie bereitet sich die Stadt auf die Corona-Proteste mit Demos und Gegendemos vor? Mehr dazu gleich bei uns in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2. Und darüber reden wir auch noch heute. Zunächst auf die Straße bei uns. Auf der B156 bei Bautzen hat es am frühen Morgen ordentlich gerumst. Dabei sind ein Transporter und ein Kleinwagen zusammengestoßen. Offenbar hatte einer der Fahrer das Rotlicht einer Ampel übersehen. Und damit zurück nach Deutschland und einer Berlinale, die in diesem Jahr so ganz anders ausfällt. Ohne Stars auf dem roten Teppich, nur mit zugelassenem Fachpublikum und weitestgehend virtuell. Alles in abgespeckter, Corona-konformer Variante, aber eben besser als gar nicht. Dafür mit vielen deutschen Filmen im Programm, die auch in Mitteldeutschland gedreht wurden. Und weitere Meldungen aus der Region jetzt für Sie. Und jetzt trifft bei uns städtische Historie auf mobile Moderne. Genauer gesagt Stolberg im Harz auf den autonom fahrenden Elektro-Minibus. Ein einmaliges und vor allem sehr leises Pilotprojekt. Einen Nachfolger finden für den eigenen Hof, das fällt vielen Bauern in Deutschland schwer. Denn es ist ja nie einfach, das Feld einfach mal zu räumen. Besonders, wenn man mehr als 30 Jahre einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt hat. Bauer Hans Hartwig und seine Frau wagen es dennoch. Sie haben zwei junge Paare als Nachfolger für ihre zwei Bauernhöfe gefunden. Eins davon übrigens aus Leipzig. Beide arbeiten sie in die Hofgemeinschaft ein. Und neben den Kühen, Schweinen und Schafen gibt es jetzt auch noch Federvieh. Schöne Landbilder waren das jetzt zu ganz anderen Bildern. In der Corona-Pandemie gehen in Deutschland ja deutlich weniger Menschen zum Zahnarzt aus Angst vor einer möglichen Ansteckung. Die Bilder, die wir Ihnen gleich zeigen, ändert das sicherlich nicht unbedingt, auch wenn es Bilder aus längst vergangenen Tagen sind. Denn mein Kollege Stefan Ganz ist nach Chartras bei Leipzig gefahren ins Dentalhistorische Museum. Und Stefan, das kann man vielleicht auch Folterkammer nennen, oder bei dir? Ich lasse mir trotzdem Zeit mit dem nächsten Zahnarztbesuch. Das steht schon mal fest. Und drei wichtige Themen in unserer Sendung jetzt für Sie. Haben Sie sich eigentlich schon mal die Frage gestellt, was die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten so gegessen haben? Was zum Beispiel Elisabeth II. Oder dem russischen Zaren für Festmahle aufgetischt wurden? Die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden bietet nun Antworten auf diese Fragen mit einer einzigartigen Sammlung historischer Speisekarten. Ja, und wie ich den lieben René kenne, so hat er bestimmt jetzt schon wieder Hunger nach der Matz, oder René? Ja, natürlich habe ich wieder Hunger, aber ich muss sagen, vor dem Hunger. Vielen, vielen Dank euch beiden und eine schöne Sendung nachher. Aber in das Kleid passt kein Burger. Richtig. Und ein schönes Wochenende. Ganz charmant, der René, wie man ihn eben kennt. Ja, und jetzt noch ein Hinweis, was die Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen in Leipzig angeht. Morgen kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt kommen. Planen Sie das bitte ein, falls Sie auf dem Weg in die Stadt sind, etwa zum Impfen. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao.